So, hallo, meine Damen und Herren, wir testen heute den ETS2 mit DirectX 12 aktuell. Um das mal zu vergleichen, zeige ich jetzt hier mal eine kleine Tour. Wir werden die gleiche Strecke nochmal fahren, mit der gleichen Uhrzeit, alles identisch, nur unter DirectX 12. Also, ich zeige euch das jetzt einfach mal. Einmal so von außen so ein bisschen, na, auch mal in der Innenperspektive. Wir fahren das gleiche, identische, gleich nochmal in der. Mit DirectX 12. Ich will euch das einfach nur mal zeigen, dass ihr mal seht, wie das aussieht, wie das dann so rüberkommt und. Ne? Wir machen den Traffic an. Vielleicht auch mal in der Innenansicht. Und dann könnt ihr natürlich am Schluss mal eure Meinung dazu dalassen. Wo ihr sagt, wow, oder nee, oder weiß ich nicht. Oh, schaut mal noch mal das Licht ein dazu. Ich habe mir jetzt hier ausgesucht, in den neuen Schweizer Alpen zu fahren. Ja. Traffic habe ich an, habe ich schon erwähnt. Geht es auch rein um die Farben und werden uns den LKW gleich noch mal von außen noch mal genauer anschauen, ob wir da irgendwas erkennen können oder wo ihr sagt, ja. Da kenne ich was oder da kenne ich nichts. Keine Ahnung, das ist dann vielleicht auch mal ganz interessant. Das testen wir einfach erstmal heute voll durch. Fahren wir hier mal rauf. Noch mal ein bisschen in die Außenansicht. Kamera habe ich jetzt extra ausgelassen jetzt bei diesem Testvideo. Ich habe auch keine Mods an. Wirklich keine. Alles Original ist sehr Standard. Denn wir wissen noch nicht so genau, ob das alles so läuft mit den ganzen Mods auf DirectX 12. Ich glaube, das ist alles nur rein zum Testen erstmal. Also man kann sich das schon mal ein bisschen, ja, was ich will nicht sagen, vorbereiten oder einfach mal testen das Ganze. Ne? So. Wir sind jetzt oben am James Bond. James Bond Straße soll es sein? Ja, kann sein. Wüsste ich nicht. So, LKW jetzt nochmal hier, das Licht nochmal. Wir, wie gesagt, ich mache das gleiche identisch jetzt nochmal mit DirectX 12. Dann haben wir jetzt hier mal einen Vergleich. Und ihr zu Hause im Empfangsbolzen könnt dann einfach mal eure Meinung dazu dalassen, was ihr dazu sagt. Dann würde ich sagen. Auf geht's zu DirectX 12. So, Runde 2. Wir befinden uns jetzt da bei DirectX 12. Also gleiche Strecke. Mal schauen, ob irgendwas auffällt. Ohne Mods, ohne alles. Normalerweise sollte das Spiel mit DirectX 12 noch flüssiger laufen, noch verbesserter sein. Noch heller aussehen, noch viel besser von der Grafik, von der Darstellung, alles was dazu gehört. Also ich schalte es mal rüber in den Innenraum. Was mir auf alle Fälle auffällt, also weiß ich nicht genau, es kann sein, dass mir hier in den Spiegel, dass es alles ein bisschen klarer wirkt, ne? Das kann natürlich auch täuschen. Wir haben, wie schon gesagt, nichts verändert. Nur, dass wir von DirectX 11 auf DirectX 12 umgeswitcht haben. Ich zeige euch das gleich nochmal, wo ihr das ändern könnt, wo ihr das selber testen könnt. Probiert es mal aus. Könnt ihr jetzt einfach mal ausprobieren und dann seht ihr ja, ob ja oder nee. Aber wenn ihr das probiert, macht das bitte ohne Modifikationen, ohne Mods, einfach mal so zum Testen, just for fun. Und dann könnt ihr eure Meinung selber mal bilden. Dass es wahrscheinlich noch nicht so richtig 1 zu 1 funktioniert, weiß ich auch nicht, weil ich nicht weiß, ob SCS irgendwas umstellen muss dafür nochmal on top. Oder ob eigentlich dieser reine Konsolenbefehl schon reicht. Das kann ich euch nicht verraten. Ich teste es jetzt einfach, weil wir die Möglichkeit haben, in der Config das umzustellen. Und unser System dann sagt, okay, wir spielen auf DirectX 12.
Und wenn ich mir jetzt so die Farben anschaue, zwischen 11 und 12, vielleicht wirkt es ein bisschen klarer. Ich glaube, ich muss mir einfach die Videos jetzt nach und nach einfach nochmal genauer anschauen, um dann nochmal ein Urteil zu fällen. Um zu sagen, ja, ich sehe da eine Verbesserung oder ich sehe das klarer und besser oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Aber wie schon gesagt, ihr könnt es mal ausprobieren. Ihr seht es ja anhand von diesem Video jetzt hier. Ich habe mir jetzt extra die Strecke ausgewählt, weil einfach hier sehr viele Farben mit dabei sind, auch in der Wiese, mit dem Schnee, mit den Bergen. Weiß nicht. Das kommt gut rüber, das passt. So, jetzt sind wir wieder an der James Bond Straße. Also wirklich identisch, jetzt auch nochmal das Licht vom Scheinwerfer vielleicht auch mal zum Zeigen. Boah. Ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen, meine Damen und Herren. Ich würde sagen, ihr könnt es mal überprüfen und einfach mal checken. Ich hau jetzt mal die Handbremse rein, sonst rollt mir der Hobel weg hier. Und ich zeige euch jetzt mal, Moment. Warte, wo ist meine Maus hin? Da ist sie. Da ist es. Das ist die Config und wenn ihr in der Config reingeht, im ETS2, dann habt ihr unten hier DirectX 11 stehen. Ich habe es jetzt auf DirectX 12 gestellt, ne? Also das vielleicht mal so am Rande. Da könnt ihr es einfach mal ausprobieren. Ich lasse das jetzt wirklich mal so stehen und ihr zu Hause könnt jetzt mal entscheiden, ob es auch. Ja, ich habe jetzt da in deinem Video, habe ich da was erkannt oder ich sehe jetzt da eine Verbesserung. So auf Anhieb. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß nicht. Mir wäre es jetzt. Ich weiß es nicht. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ob das ja oder nee heißt. Ich weiß es nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass es besser aussieht, aber meine Hand dafür will ich jetzt nicht ins Feuer legen. Zumindest wirkt der LKW halt sehr. Ja, nicht kantig, nicht eckig, nicht verpixelt, gar nichts. Aber jetzt guckt mal selber und dann gibt einfach mal Bescheid, ne? Oder zur Not einfach selber ausprobieren. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann gerne kommentieren. Ansonsten Daumen da lassen, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis bald und adios.